Nochmal. Glibberig, das hat einfach so ein... Leute, wir machen uns doch einen Spaß draus, ne? Hat 9 Kalorien. Das ist einfach so göttlich. Zum Mitnehmen gesunde Snacks. Oh mein Gott, wow. Ich freue mich total auf das Video diese Woche. Hi. Wellness Journey Woche Nummer 12. Wahnsinn. 3 Monate. Die ganze Woche werde ich filmen, was ich esse. Es wird eine Mischung geben aus einfachen Sachen, Sachen, die ich noch nie gemacht habe und natürlich ganz viel Airfryer-Liebe, denn wir wissen alle, ohne den Airfryer hätten wir das letzte Jahr hier nicht überlebt. So, jetzt haben wir schon wieder eine Armsituation, denn ich war heute Morgen beim Training. Arme und Beine schmerzen. Meine Haare habe ich noch nicht gemacht, aber wichtiger ist ja auch Essen. Und das hatte ich ja letztens mal schon erzählt, dass wir das Frühstück auslassen. Wir haben dann einfach mehr Möglichkeiten in puncto Mittagessen, Abendessen, was die Kalorien betrifft. Da muss man nicht jede einzelne Sache zehnmal umdrehen, gefühlt, um in seinem Defizit zu bleiben. Und für uns funktioniert das halt einfach. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an, heute erstmal was zu machen. Und zwar werde ich jetzt zum Mittag, wobei es jetzt schon sehr spät ist, Mittagessen. Ich hatte noch 2 Telefonate, die ich nicht verschieben konnte, deswegen habe ich auch massiv Hunger. Wir werden eine Low-Carb-Pizza machen und Kürbismuffins und das alles in unserem Airfryer. Ich muss einfach so lächeln, weil diese Philips-Kooperation einfach so toll ist und ich auch heute wieder mit Philips in diesem Video zusammenarbeite, um euch weitere Airfryer-Rezepte und Möglichkeiten zu zeigen. Die Kamera möchte ganz in unseren neuen Kühlschrank fokussieren, was ich natürlich verstehe. Was ich meinte ist, in diesem ganzen Jahr habe ich nie das Gefühl gehabt, dass mir irgendwas fehlt. Also im Airfryer kann man einfach alles machen. Man kann frittieren, grillen, garen, backen, warm halten. Die Warmhaltefunktion ist großartig. Gerade wenn man so wie in unserem Fall nur eine Kochplatte hat und ab und zu einfach in 3 Töpfen gleichzeitig eigentlich was kochen müsste. Und jetzt schnacken wir auch nicht lang. Ich bekomme auch viele Fragen, wo ich immer die Inspiration und Rezepte herbekomme für alles, was ich koche. Also viel ist einfach wirklich so hier oben und was ist halt im Kühlschrank drin. Und ich komme aus so einer Familie, da wird nie wirklich nach Rezept gekocht, sprich irgendwie ist immer alles so ein bisschen improvisiert. Das hilft halt einfach, aber ich habe ja auch die NutriU App, das ist die Philips App für den Airfryer. Und da kann man halt auch einfach alles eingeben, was man halt möchte und wonach man sich halt gerade fühlt. Und da gibt es halt immer super viele Rezepte. Zum Beispiel hier zum Mitnehmen gesunde Snacks, dann für Grillpartys oder jetzt für hier zum Beispiel unser Pizzakit, was wir haben. Und da sind halt einfach super viele Rezepte, die halt einfach extrem schnell und einfach sind. Das ist zum Beispiel das Zubehör, was man dazu kaufen kann. Wir haben das auch nach und nach gekauft. Also das ist zum Beispiel super für den Grill. Also im Sommer habe ich da ganz viel Gemüse gegrillt. Das ist die Backform. Da mache ich zum Beispiel ganz oft eine Frittata drin. Oder ja, ich habe da auch schon mal Kuchen drin gebacken. Also die ist halt auch sehr, sehr handy. Das hier unten ist der ganz normale Einsatz, der ganz normal im Airfryer mitkommt. Und das hier ist jetzt unser neues Spielzeug. Das ist nämlich das Pizzakit und das benutze ich jetzt mal. Kommt so daher, da wir 2 Pizzen machen wollen, haben wir jetzt einfach gesagt, komm, wir werden hier oben noch eine zweite Ebene schaffen. Machen wir mal an. Und hier unten seht ihr den Seestern. Das ist eine patentierte Heißlufttechnologie und damit braucht man halt 90% weniger Fett. Also ich mache eigentlich an, ja, die meisten meiner Gerichte wirklich immer nur ein paar Tropfen Fett dran, wenn überhaupt. Oder lasse es halt einfach durch die Luftzirkulation schön krosch werden. So, jetzt werde ich mal alle Zutaten, die ich so brauche, bereitlegen und dann haben wir hoffentlich gleich eine ganz leckere Pizza. Ihr kennt ja unsere große Liebe für rote Beete und weil der Rest der Zutaten jetzt nicht so lange braucht, werde ich die mal vorher ein bisschen vorbacken, damit die dann auch nachher schön krosch auf der Pizza sind. Zack. 6 Minuten. Ist auch sofort los. Ihr müsst halt überhaupt nicht vorheizen oder irgendwas. Also, wir haben frischen Spinat, Tomaten, Mozzarella und ein bisschen Ziegenkäse. Ich habe seit unserer Wellness Journey nicht einmal so richtig Käse gegessen. Ich hatte da einfach so Bock drauf. Das habe ich euch letztens schon gezeigt in unserem Kühlschrank-Video. Mein liebstes Pesto, die haben da verschiedene Versionen von, das von Bioverde. Oh mein Gott, das ist einfach so göttlich.
Und weil mein Freund da total drauf steht, mache ich das noch ein bisschen unten drauf. Und wir nehmen hier die, kennt ihr bestimmt, das ist ein Pizzaboden aus Leinsamen und Chiabohnen, nennt sich Litza. Da ist die rote Beete fertig. Hier haben wir die rote Beete. Krosch an den Seiten gleichzeitig durch, also kann die auch gleich mit auf die Pizza. Oh mein Gott, wenn ihr das sehen würdet, was ich gerade sehe. Klar, nur weil ich Frühstück auslasse, heißt nicht, dass ich jeden Tag so eine geile Pizza essen kann. Aber ab und zu kann man das mal machen und es sieht fantastisch aus. Oh, guck mal. Wow, okay. Ich freue mich sehr. Jetzt kommt das Ganze für 180 Grad 10 Minuten rein und in der Zeit bereite ich schon mal unsere Kürbismuffins vor. Und da ist sie. Ja, 10 Minuten hatten wir die jetzt drin. Nebenbei habe ich jetzt schon mal den Teig für die Muffins vorbereitet und den Kürbis gekocht. Aber das machen wir gleich. Guten Appetit! Köstlich. War wirklich lecker. Skala 1 bis 10? Eine stabile 7,5. Stabile 7,5 nehmen wir. Und jetzt bin ich sehr experimentell, das habe ich noch nie gemacht. Wir machen jetzt Kürbismuffins. Das Rezept habe ich von der lieben Saskia und die ist wirklich, ich bin ganz beeindruckt von ihr. Die hat seit 2017 98 Kilo abgenommen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ohne irgendwelche Drinks oder OPs oder irgendwas, sondern, und deswegen finde ich das so beeindruckend, einfach in Anführungsstrichen, 1000 Anführungsstriche, nur mit Kalorien zählen und Sport. Das ist der Wahnsinn. Also der absolute Wahnsinn. Ich finde, es ist ganz, ganz beeindruckend, wie sie ihre Gesundheit maximal positive befördert hat. Und daher habe ich auch das Rezept. Folgt ihr auf jeden Fall mal. Ihr Account heißt Sassi wird fit. Und dieser Muffin hat 52 Kalorien. Hier steht auch das Rezept. Ich habe hier zum Beispiel das Bio-Hanf-Protein von CBD Vital genommen. Habe dann noch ungefähr 20 Gramm von dem Kokosmehl reingemacht. Jetzt wird das alles miteinander vermengt. Und dann kommt das in den Airfryer. Mayday, Mayday. Unser Schneebesen hat gerade aufgegeben. Ja, ist gebrochen. Das war's. Echt, das war's? Ja. So, was ist ein Programm? Backen. 160 Grad. Los geht's. Der schmeckt am besten mit ein bisschen Schokoeis. Was hätten wir das Jahr ohne den Airfryer gemacht? Signifikant mehr Essen bestellt. Echt? Mhm. Einen guten Appetit. Dankeschön. Oh. Ich sehe so aus, wie ich mich fühle. Ich bin so zerstört. Ich komme gerade vom Training. Und eigentlich essen wir dann, also heute hatte ich später Training. Eigentlich habe ich immer morgens um 7 oder um 8. Heute war es erst später um 11. Deswegen habe ich davon nur einen Sekunde. Diesen hier, so einen rote Beete-Shot getrunken. Und eigentlich essen wir ja Frühstück. Oh mein Gott, wow. Eigentlich lassen wir das Frühstück ja weg und essen dann Mittag. Jetzt geht mein Freund aber zum Friseur. Und bis dahin halte ich es jetzt nicht aus, gar nichts zu essen. Ich mache jetzt nämlich hier, die habe ich euch schon mal gezeigt. Von diesen Rosemary and Sea Salt. Das ist mein Handy, sorry. Lela trägt mir hier irgendwelche Termine ein. Diese Crisp, möchtest du auch probieren? Mit dem rote Beete Aufstrich. Was denn? Da passt jemandem wieder eine Hose. Bisschen kurz unten. Modern Skinny Legend Hipster Vibes. Soll ich dir auch einschmieren? Ich schmier das ganz dünn. Und ich bin nicht so der große Meerrettich-Freund, aber dadurch, dass das halt so nach rote Beete schmeckt.
schön. Bitte schön. Ich komme jetzt aus der Dusche. Ich probiere euch ja wirklich alles zu zeigen, was ich so esse, trinke und so weiter. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht und ich nehme die normalerweise nie für meinen Kaffee. Aber ich bin jetzt bald ein paar Tage weg und dann will ich nicht, dass das hier alles so offen rumsteht, wisst ihr? Bevor ich jetzt eine neue Mandelmilch aufmache. Um Gottes Willen. Das ist doch viel zu viel. Okay, ich mache mir noch einen Espresso on top, sonst mag ich das nicht. Okay, also normalerweise wäre das so ein Drittel davon. Also ein Schuss, egal ob ich jetzt Hafermilch nehme, was auch immer. Und die Kalorien berechne ich auch nicht. Also das kann halt jeder machen, wie er meint. Aber ich nehme so wenig, dass der Kaffee meistens noch schwarz ist. Ich berechne es nicht. Das ist nicht ein bisschen, sondern um einiges später. Du warst mittlerweile beim Friseur. Ich habe mittlerweile geduscht und habe mir meine Haare gemacht. Zeig mal. Sieht gut aus. Danke. Ich mag ja diesen Kurzhaarschnitt an dir. Es hat so ein bisschen Prison Break Vibes. So, wir machen jetzt Bio Tagliatelle. Das sind zuckerfreie, fettfreie, glutenfreie Cognac-Nudeln. Also ihr kennt ja vielleicht diese Cognac-Schwämme, mit denen man sein Gesicht sauber machen kann. Das ist ein pflanzlicher Ballaststoff, wird hergestellt aus der Wurzel der Cognac-Pflanze. Hat 9 Kalorien, 4 Gramm Ballaststoffe, kein Fett, kein Zucker, keine Kohlenhydrate. Ich probiere immer noch so den Haken an der Geschichte festzustellen. Wahrscheinlich schmeckt es nicht, aber hey, wir probieren es mal. Ich mache für jeden eine Packung, weil wie gesagt, es ist mittlerweile um einige später und wir haben Kohldampf. Ich habe das aus der Verpackung genommen, in warmem Wasser. Habe ich das erwärmt, so ein bisschen aufgehen lassen. Jetzt gieße ich es ab und brate es halt schön in der Pfanne an mit Sesamöl, Sojasauce und so weiter, um dem ganzen Geschmack zu geben. Dann kommt da noch frischer Spinat dazu, bisschen Sesam on top und dann drücken wir die Daumen, dass es lecker ist. Weil das wäre natürlich schon ein ziemlich großer Game-Changer. Damit das ein Stir-Fry wird, habe ich jetzt noch 3 Eier einfach untergerührt und jetzt ganz viel Spinat. Wir sind fertig. Ich habe jetzt noch Sesam drauf gemacht und, das kennt ihr bestimmt vom Sushi, kennt man auch hier, seht ihr, von Spicy Sushi ganz oft. Einfach nur so ein bisschen on top. Und Leute, ich finde, das sieht mega, mega lecker aus. Ich freue mich gerade so. Ich bin total gespannt. Weil das ja so viele von euch mögen. Und ein weiterer Tipp, den wir haben, weil wir immer, oder vor allem ich, immer so stopfe, wenn ich so Hunger habe, essen wir Sachen, wo es geht, mit Stäbchen. Ich bin echt gespannt. Guten Appetit. Guten Appetit. Ist anders. Ich finde es mega lecker. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Man muss halt echt gut würzen, eine gute Soße schaffen. Also Skala von 1 bis 10? 3,5. Für mich ist es eine total, für mich ist es eine 7 bis 8. Und weil unser Mittagessen so kalorienarm war, wie gefühlt noch nie, und wir das ja letztens im Bioladen gekauft haben, probieren wir das jetzt mal. Und ihr wisst ja, ich bin mit dem Eismonster verlobt, deswegen darf das nicht fehlen. 100 Gramm haben 184 Kalorien. Das habe ich jetzt für meinen Freund gemacht. Und das für mich, weil ich brauche einfach nur was Süßes, dann bin ich happy. Braucht jetzt nicht so viel von. Schokolade wird auch nicht auf dem Sofa gegessen. Nee, Leute, seitdem wir die neue Couch haben, essen wir immer brav an unserem Esstisch. Man schmeckt halt, dass da keine Milch drin ist, halt nicht so cremig. Mhm. Rating 1 bis 10? 7, stabile 7. Stabile 7? Mhm. Bei mir eher so eine wackelige 4. Echt? Mhm. Die so cremig sind halt dafür unglaublich zuckersüß. Und das vermeide das beides irgendwie ganz gut. Stimmt. Nicht so mächtig und nicht so süß. Okay. Durch die Aussage wird es jetzt eine 5. Eigentlich habe ich wirklich nie Snacks, aber ich muss sagen, die Nudeln, die haben irgendwie mich jetzt nicht so satt gemacht. Und ich bin vom Training auch fertig. Fertig. Wieso sage ich eigentlich immer fertig, wenn ich sagen fertig will? Vom Training fertig, also habe ich jetzt noch meinen zweiten Kaffee des Tages. Und hier Kokosjoghurt unten, gepoppten Amaranth, Himbeeren und ein bisschen Apfelmus. Auch nicht wahr, Mandelmus. Wir helfen ein bisschen nach mit dem Handylicht. Abendessen, das sind die vegan Cevapcici, die wir beim Lidl gekauft haben. Bin gespannt. Dann habe ich dazu ein paar, sag schon,
Champignons angebraten. Das Ganze auf einem Spinatbett, denn so isst man immer seine Greens. Und mein absolutes Comfort Food, und ich habe heute einen super langen Tag gehabt und der ist lange nicht vorbei. Und wenn ich etwas liebe, dann ist es Kartoffelpüree. Ob es nun selbst gemacht ist oder einfach mal aus der Packung. Ich könnte dafür sterben. Ich liebe das. Das ist einfach mein absolutes, was soll ich sagen? Alles mit Kartoffeln ist halt einfach göttlich. Genau. So, wir müssen ja noch mal kurz probieren. Hat absolut nichts mit Cevapcici zu tun. Also schmeckt gut, aber ist wie ein veganes Sojawürstchen. Ich habe Mittag gekocht und ihr wisst, erste Mahlzeit des Tages, also Bulletproof Coffee heute Morgen vom Sport. Und das hat jetzt ungefähr so 600 Kalorien. Das ist, ich habe also halt unten frischen Spinat, Tomate, Tortellini mit Gemüse drin und ein bisschen hier Parmesan. Und wenn man jetzt on top noch was möchte, also ich tendiere ja ganz stark hierzu, ihr wisst, bestes Pesto auf der Welt. Du liebst ja dieses hier, ne? Ja. Aber eigentlich in scharf. Ja. Schmeckt in mild oder scharf ist besser? Und scharf ist besser. Ich kann es dir noch holen, wenn du willst, kann ich aufmachen. Alles gut. Okay, Leute, wir haben jetzt gerade gegessen und ich war davor einkaufen und habe das meinem Freund mitgebracht. Leute, wir machen uns doch einen Spaß draus, ne? Also nicht alles sehr ernst nehmen. Ich habe mir jetzt ein paar rausgenommen und halte hier gerade 200 Kalorien in der Hand. Und das Ganze haben wir gezählt, 60 Stück ungefähr, ne? Genau. 60 Mandeln. 1100 Kalorien. Und ich meine, Leute, jetzt mal im Ernst, ne? Also ich würde jetzt mal sagen, früher, in Anführungsstrichen, hätten wir uns dieses ganze Ding locker einfach so reingezogen. Ja, und dann halt noch morgens, mittags, abends essen. Abendessen, crazy. Ich habe mir schon einen genommen, also noch einen. Dann bin ich auch safe und mache mir jetzt einen Kaffee. Willst du noch einen? Nein, danke, ich bin gut. Ich mache Ginger Shots. Habe nämlich schon vor wirklich Monaten mir diese kleinen Flaschen gekauft. Denn wir trinken, oder im besten Falle trinken wir schon jeden Tag einen. Aber das war mir irgendwie zu viel Abfall, zu viel Müll für einen so einen Shot. Deswegen dachte ich mir, kaufe ich so Flaschen, die wir immer wieder verwenden können. Und das mache ich jetzt. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Also ich werde, das sind jetzt hier 400 Gramm. Ich brauche ungefähr 300 Gramm für 12 Shots. Dann 8 Zitronen, 4 Äpfel und ein bisschen Kurkuma mache ich noch rein. Und wie immer nehme ich mein, was ist los? Ich nehme Kurkuma, war nicht so lecker. Oh, da möchte jemand kein Kurkuma, okay. Dann ohne Kurkuma. Achso, habe ich das gerade gesagt? Ich nehme immer meinen Slow Juicer. Habe ich das gerade gesagt? Nee. Habe ich das in meinem Kopf gedacht? Hast du gedacht? Okay, alles klar. Ich habe fertig gejuiced und ich habe jetzt aus den Sachen, die ich euch gezeigt habe. Oh mein Gott, wow, ist so gut. 1 Liter ist halt, ordentlich scharf, aber man schmeckt trotzdem die Zitrone in den Apfel, bevor ich es abfülle. Ist schärfer als erwartet. Nochmal. Aber ist gut, man schmeckt auch den Apfel und die Zitrone. Es ist gesund, mein Lieber. Wasabi-Brand. Ja, ein bisschen. So, ich habe die jetzt hier mal reingestellt, dann kann ich das, glaube ich, schneller umfüllen. Und fertig. Das werde ich jetzt morgen früh nochmal aufteilen. Das sind die selbstgemachten Ginger Shots. Die kommen jetzt in den Kühlschrank. So, Jazz aus. Sonst haben wir Copyright-Probleme. Aber ihr wisst ja, wenn ihr mich schon länger verfolgt, ich höre beim Kochen immer Jazz, entspannt mich, bringt mich runter, nimmt meine Gedanken vom Alltag weg. So, meine Kochbox ist angekommen und heute kochen wir glasierte Asia-Hackbällchen. Und dazu, das mache ich zum ersten Mal, ich habe es gerade mal nachgelesen, da ist Endivie drin. Das ist ein Spätsommersalat. Bin ich sehr gespannt. Der ist riesengroß. Ich werde das jetzt alles mal, oder beziehungsweise habe ich die Kartoffeln schon abgekocht und alles weitere muss ich jetzt eigentlich nur noch zusammenschmeißen mit dem Lauch zusammen, der hier noch reinkommt, und dann gibt es
wieder was mit Kartoffeln, weil ich Kartoffeln einfach liebe. Selbstgemachtes Kartoffelpüree, das müsst ihr eigentlich, und das ist witzig, ich zeige euch zum ersten Mal diese Kochbox. Die Hackbällchen, oh ihr seht gerade nichts, die habe ich im Airfryer gemacht. Ja, ist alles sehr gedunkelt gerade. Geht super schnell, 10 Minuten, dann da ein bisschen die Soße rein, fertig. Also habe ich ja doch gerollt und so weiter. Genau, und das wird jetzt einfach alles vermengt. Und ihr seht, ich habe hier nicht viel Platz zum Kochen in unserer provisorischen Küche, aber es geht alles. Und ihr seht, wir trinken auch mal Wein. Also das wird einfach mit in den täglichen Bedarf mit einberechnet, ein Glas Wein. Und heute sind wir auch wieder gut mit unseren Kalorien. Ja. Auf jeden Fall Defizit, was wir brauchen. Also, guten Appetit. Guten Appetit. 6.43 Uhr. Ich gehe jetzt zum Personal Training. Hab auch das Kollagen. Mein Bulletproof Coffee. Vitamin D nehme ich jetzt auch seit neuestem. Das mache ich mir dann einfach mit rein. MCT-Öl. Kokosöl. Kaffee. Trinke ich dann jetzt vorm Training. Dann bin ich eigentlich bis mittags erstmal safe. Guten Morgen. Moin. Ich bin zurück vom Training, habe gerade geduscht. Ginger Shot. Ne. Ach, du lässt es schön auf der Zunge zergehen, oder was? Oh, holla. Wir hoffen, es war interessant. Ich habe probiert, irgendwie von allem so ein bisschen was zu zeigen. Es ist kein gutes Beispiel. Ne? Und denkt noch an den Rabattcode für den Airfryer. Werde ich euch natürlich alles auch nochmal in die Infobox schreiben. Ihr wisst, große, große Liebe kann ich euch, würde ich nur empfehlen. Alle anderen Sachen probiere ich euch auch aufzulisten, die interessant für euch sein könnten. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dann.